Servus Leute und willkommen zurück hier bei Zelda Majora's Mask im Spinnenhaus am Meer. Wir haben hier schon so ein bisschen angefangen. Drei Skulltulas haben wir bisher, aber ich finde, ab hier geht das Spinnenhaus eh erst so richtig los, weil ja, die Räume davor waren halt nur so eine gerade Linie. Aber ab jetzt muss man die Skulltulas wirklich suchen, die sind jetzt versteckt. Hier in den Vasen zum Beispiel. Oder da oben habe ich gerade eine gesehen. Genau. Und es gibt jetzt auch verschiedene Räume, und also verschiedene Wege, die man nehmen kann. Und wieso blinkt dieses Spinnennetz hier so krass? Und ja. Wie gesagt, geht's ab hier, finde ich, so richtig erst los. Aber ich muss eh erstmal erwähnen, wie krass ich es finde, dass das hier schon Part 40 ist, weil mir kam das halt bisher, das Let's Play, extrem kurz vor. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass das jetzt vielleicht Part 20 ist. Also es ging wirklich hier bei Majora's Mask extrem schnell, weil es einfach so viel Spaß macht. Es ist richtig kurzweilig, das Let's Play und das Spiel. Und ich hoffe einfach, dass es so weitergeht. Und dass euch das Let's Play genauso viel Spaß macht. Oder, ja, zumindest ein bisschen Spaß. Machen wir jetzt erstmal hier weiter im Spinnenhaus. Acht Skulltulas haben wir schon wieder. Das geht schon ziemlich schnell. Nein, bleib hier. Das war knapp. Ich habe es auch schon mal gesagt. Ich mag das Spinnenhaus hier mehr als das im Sumpf, weil ich hier einfach die Atmosphäre viel mehr feiere. Es ist so ein richtig verlassenes Haus. Überall sind Spinnennetze. Die Wände sind teilweise rissig und ja, so richtig schöne, creepy Atmosphäre. Und das passt auch richtig gut zu einem Spinnenhaus. Weil das im Sumpf ist halt, da gibt es auch ein paar Räume, die ganz cool sind. Aber ich finde so, Moment mal. Ich finde so das Hauptfeeling beim Sumpfspinnenhaus so ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig. Es sieht optisch ganz cool aus, aber es passt nicht wirklich zu so einem, also man stellt sich das nicht wirklich als Spinnenhaus vor. Oder man stellt sich unter einem Spinnenhaus nicht sowas wie das Sumpfspinnenhaus vor, meine ich. So, wir haben jetzt hier auch verschiedene Räume. Ihr seht, hier im Untergeschoss gibt es zwei. Ich gehe nochmal hier hoch, um zu checken, ob hier nicht vielleicht noch eine Skulptur ist, aber hört sich nicht so an. Dann gehe ich erstmal hier, wenn wir schon wieder oben sind, dann holen wir uns hier noch alle Skulpturas, dann haben wir im oberen Geschoss alle. Und dann gehen wir nach unten und holen uns dort den Rest. Und hier ist die Bibliothek. Okay, ich dachte, die wäre im Untergeschoss tatsächlich, aber nö, die ist hier. Und die Bibliothek ist auch richtig cool. Hier ist einfach so ein Knochentyp. Taya. Das ist ein Knochengänger, einer der verwunschenen Krieger von Ikana. Was hast du nun vor? Weglaufen. Nein, der tut mir eh nichts. Aber wenn man hier den Helm des Hauptmanns nimmt, dann kann man mit dem sprechen. Genau deswegen wollte ich auch den Helm des Hauptmanns holen, bevor ich hier in das Spinnenhaus gehen wollte. Genau. Ah, Hauptmann, Sir, es ist schon so lange her, dass wir euch gesehen haben. Wir gehen den Geheimnissen dieses Ortes nach, genauso wie ihr es uns befohlen habt. Aufgrund meiner Informationen sollte Grün als Sechstes getroffen werden. Habe ich meine Pflicht erfüllt, Sir? Jo. Ah, hab Dank, Sir. Ich hoffe, dass meine Informationen hilfreich waren. Wie ihr es befohlen habt, werde ich nun meine letzte Pflicht erfüllen. Jawohl, Sir. Ja, Suizid. Oh Mann, der arme Typ.
hat seinen Lebenssinn erfüllt und stirbt einfach direkt. Ja. Dass Grün als Sechstes getroffen werden sollte, sollten wir uns auf jeden Fall merken. Das wird später sehr wichtig. Wobei ich glaube, wenn ich den Raum verlasse und hier nochmal neu reingehe, ist der Typ eh wieder da, der Knochentyp. Das heißt, im Notfall könnte ich den nochmal neu fragen. Und ja, es gibt hier, was ich persönlich ziemlich interessant finde. Ach, da oben ist ja noch so ein Typ. Es gibt hier einfach Porträts vom Horror-Kit. Wieso? Wer hat die hier aufgehangen? Na, vielleicht war es ja das Horror-Kit selbst, ne? Das hat ja hier schon, hier in Termina schon so viel Scheiße angestellt. Da könnte ich ihm das hier auch zutrauen. Dass es einfach in so einem random verlassenen Haus da Porträts von sich selbst aufhängt. So, hinter diesen Schränken hier oder Regalen ist hier noch eine Skulptur. Die ist schon die 16. Also es geht wirklich ziemlich gut voran. Wir haben jetzt schon über die Hälfte. So, was ist mit dir? Fällt erstmal nach unten. Hoch! Hauptmann, Sir, ist schon so lange her. Ja. Aufgrund meiner Informationen sollte zuerst Grün getroffen werden. Okay. Also Grün als Erstes und als Sechstes. Ja, ich bin tot. Hinterlässt sogar noch einen Pfeil. Okay, Grün als Erstes und Sechstes. Das muss ich erstmal einspeichern. In meine Festplatte. Also das mit den, das, was einem da die Knochenmänner erzählen, ist nur optional tatsächlich. Das ist nämlich für ein Herzteil. Aber ich wollte natürlich, wenn ich schon hier das Spinnenhaus mache, auch direkt dieses Herzteil hier mitnehmen. Das wäre sonst ziemlich kacke, wenn ich dann nochmal nur für dieses Herzteil extra nochmal hier in das Spinnenhaus später muss. So, Nummer 19. War das jetzt die letzte in dem Raum? Es hört sich so an. Okay, sehr schön. Dann fehlen jetzt noch, wenn es wirklich 30 sind, noch 11 Stück. Dann gehen wir jetzt nach unten. Unten ist auch so ein richtig ekliger Raum. Nicht der hier, sondern hier hinten. Der andere Raum, da ist das Herzteil nämlich. Da könnte ich zwar auch schon jetzt hinein. Aber, ich gehe erstmal hier, weil ich glaube erstmal, dass es hier noch mehr Skulltulas gibt. Und ich will gerne das mit den Knochenmännern, das Herzteil, zuletzt machen. Und ja, der Raum hier ist schon ziemlich... Ah! Geh weg! Schon ziemlich abgeranzt. Erstmal so dein fettes Skulltula. Alter, wenn du hier einfach im Real Life... Also, stell dir vor, ihr geht so im Real Life in dieses Spinnenhaus hier. Ich meine, die goldenen Skulltulas gehen ja noch einigermaßen. Aber so eine richtig fette Skulltula, da hätte ich im Real Life so Angst vor. Ich bin auf Spinnen eh nicht gut zu sprechen, das habe ich auch schon mal öfters erwähnt, aber ich erwähne es immer wieder gerne, weil... Ja, es kann ja natürlich auch sein, also sehr gut sein, dass es Zuschauer gibt, die das gar nicht wissen und... Deswegen sollte man sowas auch öfters mal erwähnen. Hallöchen. Aber ja, Spinnen und ich, das passt überhaupt nicht gut zusammen. Also ich meine, ich finde Spinnen an sich irgendwie ganz cool und auch faszinierend. Ich habe auch mal tatsächlich überlegt, eine Zeit lang, ist noch gar nicht so lange her, erst ein paar Wochen, oder na, so 2 Monate ungefähr,
Da habe ich mir überlegt, eine Tarantel zuzulegen. Aber ja. Es wäre schon cool. Aber ich bin jetzt sowieso nicht so der Typ, der sich so kleine Haustiere gerne zulegt. Oder gerne zulegen würde. Ich fand das nur halt damals vor diesen 2 Wochen. Fand ich das eine ganz coole Idee mittlerweile. Ja, lieber nicht. Das war so eine kleine Phase, könnte man fast sagen. So eine Mama, ich will eine Tarantel-Phase. So komisch das jetzt auch klingt. Okay, war das die letzte? 24? Okay, schön. Ja. Verlassen wir erstmal den Raum und gehen in den letzten verbliebenen, wo wir noch nicht waren. Da setze ich auch direkt den Helm des Hauptmanns auf. Denn wir werden hier erstmal begrüßt von 4 verschiedenen Knochentypen. Und jeder von denen hat wieder so eine Information für uns parat. So, grün als erstes und grün als sechstes. Nur halt wahrscheinlich mit verschiedenen Farben. Und hier sieht man auch schon, was das damit dann auf sich haben wird. Fand es auch, das war. Also, ich habe dieses Rätsel früher als. Ja, Kind eigentlich nicht, aber als. Teenager oder Jugendlicher. Auch nicht so wirklich. Ich war, glaube ich, 11 oder so. So ungefähr in dem Alter. 10, 11, 12. Da habe ich dieses Rätsel zum ersten Mal gemacht, glaube ich. Und habe das halt wirklich allein da rausgefunden. Ich meine, ich. Das hört sich gerade so an, als ob dieses Rätsel so mega schwer wäre. Es ist natürlich nicht wirklich. Klar, man muss halt erstmal hier den Helm des Hauptmanns haben und naja, das war's eigentlich auch schon. Man kann sich hier bei den Masken ja schon denken, was man machen muss. Mit Pfeilen drauf schießen natürlich. Wieso habe ich gerade so geredet, als ob das so richtig krass wäre, dass ich dieses Rätsel alleine geschafft habe? Na gut, ich spreche erstmal mit denen hier, bevor ich mir die letzten 3 Skultis hole. Ja, Hauptmann soll rot als drittes, okay. Stirb. Du hast deinen Lebenssinn erfüllt. Verrecke. Gelb als fünftes. Also ich hoffe, ich merke mir das gerade wirklich so gut, wie ich es einschätze. Man soll ja. Gelb als zweites, okay, als zweites und als fünftes gelb. Und blau dann als viertes, nicht wahr? Oder gar nicht, ich weiß es nicht. Blau als viertes, okay. Tschüssikowski. So, habe ich es mir gemerkt? Ich glaube schon. Zack. Zack. Als drittes rot. Blau als viertes. Gelb als fünftes. Und nochmal grün als sechstes. Nice. Nice, nice, nice. Gut. Da gehe ich gleich rein in den Kamin. Aber zuerst noch. Da oben sind die letzten 3 Skulltullers. Kann ich die hier mit dem Fanghaken töten? Nee, ne? Mit dem Bogen wahrscheinlich auch nicht. Ah, doch. Die Pfeile. Ja, gut. Die Pfeile fliegen hier durch den. Kronleuchter durch, so, die Skulltuller-Symbole hingegen kriege ich nicht mit dem Fanghaken. Ich muss die mit dem Zorda-Bumerang holen. Oder ich weiß nicht, ob es irgendwie auch mit dem Fanghaken geht. Aber ich mach's immer so, gleich 2 auf einmal. Sehr schön. Und du hast alle goldenen Skulltullers gefunden. Der Fluch ist gewichen. Ist nur die Frage, welcher Fluch, weil wir haben ja bisher noch keinen verfluchten Typen gesehen. So wie es beim
beim Skulpturhaus am im Sumpf war. Aber erstmal hier Kiste machen, Kiste machen, Kiste aufmachen und das Herzteil mitnehmen. Hört ihr das? Die Skulptur brennt immer noch. Okay, das war interessant. Die hat einfach die ganze Zeit gebannt. Die ganze Zeit im Hintergrund dieses. Die sind ja wieder da. Greift die mich auch an? Ich glaube, die greift mich an, wenn ich einen töte. Oder? Nö. Irgendwie können die einen auch attackieren, aber ich weiß gerade nicht wie. Es ist ihnen egal, wenn ich hier die ganze Zeit. Ah, ich glaube, man muss. Moment. Ist zwar irrelevant gerade, ich weiß, aber. Ich will gucken. Ob man so ist schon so lange her, stimmt doch gar nicht. Wir haben uns doch vor 2 Minuten noch gesprochen. Ich werde sofort mit den Untersuchungen fortfahren. Jawohl, Sir. So, jetzt bleibt er hier stehen und wenn ich jetzt die Maske runternehme. Ja, genau, dann. Dann verfolgt er mich. Ah, geh weg. Du bist nicht der Hauptmann. Du Faker. Ja, ich gehe doch schon. Na gut. Dann holen wir uns jetzt die Belohnung ab für das Spinnenhaus an sich. Denn eine Belohnung muss es für das ganze Jahr hier auch geben, nicht wahr? Und die wird richtig, richtig geil. Ich hab's ja schon mal gesagt. Aber die Belohnung ist echt. Ja. Die ist göttlich. Ich muss jetzt nur als Corona hier hochrollen. Und da ist ein Typ. Hi, was los? Ich hätte nie gedacht, hier einen Keller vorzufinden. Hast du den Ort gefunden? Ich bitte dich, lass mich hier bleiben. Natürlich nicht umsonst. Ich hoffe, das reicht. Warte, was? Willst du mich verarschen? Das sind meine gesamten Ersparnisse. Wenn ich mir dadurch Sicherheit erkaufen kann, dann soll es mir das wert sein. Nein! Scheiße! Da wärst du doch nur schon gestern hier gewesen. Ich hätte dir einen Geldbeutel gegeben, in dem du mehr Rubine tragen kannst. Wo ist der Geldbeutel? Warum hast du den nicht mehr? Hä? Das geht wirklich nur am ersten Tag? Wirklich? Ich dachte, das geht am ersten und zweiten. Warum gibst du mir den Geldbeutel denn nur am ersten Tag? Oh mein Gott, ja. Ist das scheiße? Das ist ein Epic Fail einfach. Oh mein Gott. Ja, ich werde wahrscheinlich, weiß nicht, wann auch immer wir die Zeit zurückdrehen, werde ich hier das Kulturhaus nochmal offscreen machen und dann mir wirklich diesen Geldbeutel holen. Ja, ich glaube, ich könnte jetzt eh schon die Zeit zurückdrehen, weil wir haben jetzt in dieser in dieser Zeitspanne, in die wir jetzt, also Zeitspanne, in der Timeline, in der wir uns jetzt gerade befinden, ihr wisst schon, wir haben ja am ersten Tag, in der ersten Nacht, die Bombendame. Der Bombendame die Bombentasche zurückgegeben. Und da habe ich ja gesagt, dass wir uns dafür dann am dritten Tag etwas kaufen können, was aber 500 Rubine kostet. Und deswegen wollte ich jetzt die große Geldbörse holen, um mir das dann zu kaufen. Aber geht ja nicht. Das heißt, es hat jetzt auch keinen Sinn mehr, hier in dieser Zeit. Wie sagt man da? Zeitspanne, Zeit. Zeit, Zeit, Zeit. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Es hat keinen Sinn mehr, hier zu bleiben. Ich gehe nur noch schnell nach Unruhstadt. Und ja, gebe die ganzen Rubine in die Bank. Es hat jetzt halt echt
fast keinen Sinn gemacht, das Kulturhaus zu machen. Also klar, wir haben jetzt das Herzteil und ihr habt's gesehen, wie ich das Kulturhaus auch abschließe. Nur war ich zu spät und habe die Belohnung nicht mehr bekommen. Ich hätte halt echt schwören können, dass man die Geldbörse auch am zweiten Tag bekommt. Aber nö. Der Typ hat anscheinend diesen Geldbeutel irgendwie verloren oder was, weiß ich was. Das nervt mich gerade so elendig, ne? So, okay. Tschüss, Zeitschleife. Ich glaube, Zeitschleife ist ein ganz gutes Wort dafür. Also ja, es wird jetzt so weitergehen. Ich werde jetzt den Part gleich beenden. Dann werde ich offscreen das Skulpturhaus nochmal machen, also alle goldenen Skulpturhaus einsammeln und dann im nächsten Part. Der nächste Part geht dann los bei diesem Typen im Skulpturhaus, der dann kommt, der mir dann die Geldbörse gibt, so wie es hätte sein sollen. Und dann werde ich nochmal die Bombentasche von dem Dieb vor dem Dieb schützen. Und dann dieses Item am dritten Tag kaufen für 500 Rubine und... Na, wobei... Nee, mir fällt gerade noch was ein. Ja, also, ich werde den nächsten Part im Spinnenhaus starten, bei dem Typen, der mir dann die Geldbörse gibt. Aber ich werde dann nicht direkt den Dieb aufhalten, sondern... Habe ich gerade... Ich wollte die Zeit verlangsamen, ich bin ein Depp. Sorry, Leute. Wir werden dann, nachdem ich die große Geldbörse habe, zum Friedhof gehen. Oder geht das denn? Ah, ich bin gerade so ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Situation hier. Stressig. Erst mal zweimal die Zeit zurückgedreht. Because why not? Ja, Zeit verlangsamen wollte ich, wie gesagt. Also ja, ich weiß gar nicht. Also es gibt am Friedhof in jeder Nacht, also in der ersten, zweiten und dritten Nacht, jeweils eine Belohnung zu holen. Eine von diesen Belohnungen ist nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, oder? Ich weiß es gar nicht. Friedhof von Ikana. Ja gut, werden wir sehen dann, wie es das nächste Mal weitergeht, nachdem wir die große Geldbörse haben. Aber vielen Dank fürs Zusehen, auch wenn der Part ja fast schon zwecklos war, könnte man sagen. Aber ich werde dieses Kulturhaus offscreen machen und dann sehen wir, was hätte kommen sollen. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao.